Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Video aus dem Ford Fun Abenteuerland bzw. heute dem Ford 4 Horrorland. Ford Fun an sich, was hier geht, was ihr hier fahren könnt, was es alles gibt, das haben wir euch Anfang der Saison schon gezeigt. Das Video verlinke ich euch auch unten in der Infocard oder am Ende in der Video, in der Endcard. Heute ist Halloween, einer von drei Eventtagen vom Ford 4 Horrorland, und was das alles so ist, zeigen wir euch gleich. Vorher gibt es noch ein kleines Interview mit dem Diamant, der ist hier im Marketing vom Ford Fun und erzählt euch ein bisschen was dazu. Und das seht ihr jetzt. Ja, erstmal herzlich willkommen. Was steht an? Ich wollte euch auf ein Bier einladen. nein, Halloween steht an, Ford 4. Ja, natürlich. Also in diesem Jahr unterscheidet sich das Ganze ja so zu den letzten Jahren, dass wir wirklich nur Outdoor-Maces haben und halt auch keine Indoor-Alone-Maces haben. Einfach aufgrund der aktuellen Situation oder anlässlich natürlich der Situation haben wir das ganze Ford 4 oder Chapter 4 dieses Jahr anders gestaltet, mit weniger Maces zwar, Outdoor und halt einem coolen, interagierenden Markt. Ne, das ist halt das, was man so die letzten Jahre nicht kannte, sondern einfach, dass die Leute schön mitgenommen werden und nicht nur von allen Seiten irgendwo erschreckt werden, sondern einfach in dieses Marktgeschehen mit einbezogen werden. Genau. Die eine Maze werde ich ja sicherlich kennen, das ist der Wald, The Forest. Sicherlich eines der größten Outdoor-Maces und direkt bei uns am Park gelegen, optimal. Haben wir auch ein bisschen verändert. Also wir haben den Waldpfad neu gestaltet und auch den kleinen Indoor-Part, den es dort sonst gab, den haben wir auch dementsprechend auch der aktuellen Lage auch angepasst. Es ist zwar auch dunkel, aber dementsprechend halt auch für die Sicherheit oder die Hygienemaßnahmen angepasst. Und dann haben wir natürlich dieses Jahr ganz neu das Junkyard. Ein Schrottplatz am ehemaligen Maisfeld, falls der eine oder andere das kennt. Nein? Nee, nicht ganz. Okay, das ist, befindet sich halt in unmittelbarer Nähe des Waldes, quasi auf der anderen Seite des Parkes. Ist ein Schrottplatz, da werdet ihr sicherlich, wenn ihr nachher durchgeht, das eine oder andere auch aus dem Park entdecken. Also, ich glaube, das gibt dem Ganzen halt nochmal so dieses gewisse Etwas und einen gewissen Charme. Und ich glaube, das wird ganz cool, genau. Farmers Market, was erwartet die Gäste denn da? Was ist das Besondere? Ja, was erwartet die Gäste dort? Verschiedene Charaktere, die wirklich mit den Gästen spielen. Natürlich halt auf einer gewissen Distanz, klar. Und das ist halt das Gute dabei, da passiert halt immer wieder was. Ne? Unsere Gäste werden wirklich in die Story mit einbezogen. Also dass beispielsweise Jerry, der Farmer, einem Gast eine Aufgabe gibt, damit er zur Wahrsagerin geht und da halt irgendwie eine Aufgabe löst. Und so dreht sich das Ganze halt. Ne? Es werden Gerüchte gestreut auf dem Farmers Market. Und es ist halt, der Gast wird komplett mit einbezogen. Das ist, glaube ich, das Coole dabei. Das ist halt einfach eine, ich würde es einfach mal sagen, eine große weitere Outdoor-Maze. Ne? Und das ist ganz witzig. Wir haben heute den zweiten Tag. Am 31. haben wir dann nochmal unser Ford 4 hier. Am besten bucht ihr natürlich die Tickets online. Die Horrorattraktion direkt mit. Damit wir natürlich, weil es begrenzte Kapazitäten gibt, ganz klar. Und von daher, die könnt ihr dann natürlich, wenn ihr uns dann besucht, im Farmers Markt, also sprich die Online-Tickets, dann in Zutrittskarten für die Maces eintauschen. Sehr gut. Eines meiner Lieblingsbereiche, das habe ich letzte Woche schon gesagt, das Kitzuwin. Das ist halt, wie ich finde, also mein Lieblingsbereich irgendwie, ne? Weil wir natürlich so die Kids, so dann das ganze Gruselthema so ein bisschen abholen, ranführen. Und dort haben wir auch das erste Kids Maze, ein kleines Grusellabyrinth aus Vogelscheuchen. Haben wir da oben an der Horseshoe Barbecue Area im Kids-Bereich aufgestellt. Kam letzte Woche auch sehr, sehr gut an. Verbunden mit einer kostenfreien Trick-or-Treat-Rally, sodass die Kids so sich so ein bisschen auf die Maze einstellen können und dann natürlich auch eine kleine Überraschung kriegen. Ne, so kleine Stockbrot backen und was dazugehört. Ballonkünstler sind da oben. Also ist ein schöner kleiner Bereich. Und auch eine gruselfreie Zone. Also dort werden unsere Scare Actors, die sonst hier auf der Straße, auf dem Markt rumlaufen, die sind da oben nicht. Ne? Das ist einfach so ein Familien,
Bereich da oben. Und das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Schaut ihr euch da, das könnt ihr mal schauen. Ne? Ja, da gehen wir gleich hin. Super, sonst? Was vielleicht noch wichtig wäre, wir haben in der letzten Woche Samstag haben wir unser Konzept ein wenig angepasst hier im Park. Wir, also an allen Warteschleifen und auf allen Attraktionen gilt aktuell Mund-Nasen-Schutz und an den Event-Tagen ab 16 Uhr im Farmers Market. Also das ist so das, die aktuellen Hinweise, die wir jetzt so in Ordnung unsere Gäste weitergeben müssen und was jetzt vielleicht so ein bisschen neu ist. Aber das ansonsten. Ist auch in den Mazes ist auch Warte. Genau. Mund-Nasen-Schutz. Genau, richtig. Ja. Also auch in den Mazes und in den Wartebereichen. Ja, genau. Ja. Ist einfach zum Schutze der Gäste natürlich, aber halt auch zum Schutze unserer Darsteller, unserer Mitarbeiter. Da wollen wir jetzt natürlich so zum Ende der Saison auch überhaupt gar kein Risiko eingehen und einfach dazu beitragen, dass die Besucher hier einen unbeschwerten Tag erleben können. Ne, und wir auf jeden Fall noch ein schönes Ende hier finden. Ne? Sehr schön, danke schön. Danke auch. Bevor ich euch aber jetzt einen zum Farmers Market sage, sind wir jetzt beim Kids-Halloween. Und das ist halt das Kinder-Halloween. Es gibt auch hier Live-Acts, die erschrecken aber nicht, sondern sind einfach nur cool, lustig, crazy. Und ihr könnt dann zum Beispiel hier mit euren Kids zusammen Brot machen. Mann, ne? Ja, du bist ein Angeber, das hättest du wohl gerne, ne? Was erzählt der hier gerade für Storys? Dass ihr cool seid. Ah ja, das würde ich jetzt auch sagen. Ja. Ne? Jetzt wollte ich mich aber veräppeln, ne? So, sollst du auch auf dem Feld stehen, habe ich gehört, und den hier machen und nicht hier rumdornen. Den hier so, ne? Ja. Jeder nur ein Kreuz. Nee, lass mal. Guck mal, ich guck das jetzt hier mal an, wir mischen das Volk hier nochmal auf. So, wo bin ich stehen geblieben? Frisch, ne? Gut. Es gibt noch eine kleine Maze für die Kids und zwar mit den Vogelscheuchen zusammen. Das ist eine kleine Vogelscheuchen-Maze. Es gibt wieder den Ballonkünstler. Mit mir mal durch das Maze gehen, das ist der Hammer. Dann gehen wir jetzt gleich durch Maze. Komm, ich erschrecke euch da mal. Komm, wir lassen uns erschrecken. Oh, da seid ihr ja schon. Was? Also, ich wollte euch eigentlich nur erzählen, dass wir jetzt gerade in der kleinen Maze hier waren und das gehört ja zu dem Kids-Halloween und das ist ja das kleine, ich habe ja eben versucht, euch das zu erläutern, was das hier ist. Und das ist halt, auch diese Maze ist dafür da, den Kindern zu zeigen oder Kids langsam heranzuführen an Mazes und an Horrorhäuser und richtig süß, richtig hübsch gemacht, richtig cool mit Stroh, mit den Scarecrows, mein Gott. Und mit dem Licht und so ein bisschen Musik, keine Jumpscares, keine Live-Erschrecker, sondern wirklich cool, ein cooler, netter, charmanter Einstieg für sowas. Das finde ich geil. Also wenn ihr mit Kids unterwegs seid, könnt ihr das auf jeden Fall mal machen. Das ist voll geil. So, The Rotten Farmer Market ist die Scare Zone und auch fast wie eine Maze, aber ihr habt halt hier diesen in der Westernstadt diesen kompletten Bereich mit einer kleinen Bühne, wo zwischendurch Gaukler unterwegs sind, würde ich mal sagen. Und Gaukler und Freaks sind halt auch die ganze Zeit auf den Straßen unterwegs, verschiedene Scare-Actor und richtig cool. Dann gibt es natürlich, weil das ist der Rotten Farmer Market, das ist ein Markt, verschiedene Stände, es gibt den Schneider, Jerry der Farmer ist Obst und Gemüse am Verkaufen. Es gibt aber auch Crepe, das französische dünne Gebäck. Aber weltweit auf jeden Fall das erste Mal, dass wir roten Crepe sehen. Und Uschi hat sich davon auch einen geholt. Es hat normal nach Crepe geschmeckt, sieht einfach nur gut aus, passt natürlich hierzu. Gibt aber auch
Insektentoppings. Das hat Uschi nicht genommen, sie hat Joghurtte genommen, wie langweilig. richtig cool und vor allem die Scare-Actor hier sind richtig geil drauf. Sieht richtig cool aus. Und das Besondere ist, das Ganze fängt schon um 16 Uhr an. Und was für Halloween-Events ja sehr ungewöhnlich ist. Es gibt jetzt keine festen Shows, auch nicht hier vorm Saloon oder so, auch wenn überall ein paar Bühnen verteilt sind. Nur zwischendurch, überraschenderweise ab und zu, ploppt mal irgendjemand auf der Bühne auf und stellt etwas dar, weil wirklich richtig geil, finde ich gut, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und sieht cool aus. Und ihr guckt euch das jetzt einfach in Impressionen und ein paar Ausschnitten an, weil das bringt das Ganze, glaube ich, besser auf den Punkt, als wenn man das einfach nur erzählt. So, wir haben ja, wie schon vorher angekündigt, zwei Maces hier. Als allererstes sind wir zu der neuen Mace Junkyard gegangen. Das Ganze heißt so viel wie Schrottplatz. Und wenn ihr da runterkommt, fängt es schon damit an, dass da Waggons der alten Speed Snake stehen. Das war sehr doof betont, weil ich Speed Snake Free schon so im Kopf habe. Also der Zug ist auseinandergerupft. Teile davon stehen schon davor, dann gibt es halt den Eingang ins Junkyard und das Junkyard ist vom Dorf Mistyville halt der Schrottplatz und da finden sich halt ganz viele Reliquien, alte Sachen aus dem Fort Fun. Man hat alte Lokflugboote, dann drin sind nochmal Waggons von Speed Snake, Gondeln vom Sessellift und so weiter und so fort. Super cool gemacht. Der Eingangsbereich mit Flammenwerfern, dann gibt es halt so Suchscheinwerfer, die die ganze Zeit unterwegs sind. Soll ich mich kurz vorstellen? Ja, bitte. Mr. Platz, mein Name. Co-Eigentümer dieses schönen Schrottplatzes. Alles, was in Mistyville nicht mehr gebraucht wird, landet hier. Also, okay? Du gehst zuerst rein und guckst, was du für lukrative Geschäfte mit uns machen kannst, okay? Ja. Also, Leute!
Was ein bisschen schade ist, dass man die Scare-Actor nicht sieht, weil es wirklich sehr, sehr, sehr dunkel da drin ist. Also du siehst die Wege und alles, aber du siehst diese krassen Kostüme nicht, was hier halt echt wirklich gut ist im Fort Fun. Und aber trotzdem echt cool gemacht, wirklich langer Durchlauf, du bist echt lang unterwegs. Und hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und danach sind wir noch zur zweiten Maze, The Forest, gegangen. The Forest. Und ja, das ist ja die Waldmaze, die riesengroß ist in einem riesigen, echten Wald. Also vorweg schon mal, man hat ja Zeittickets, Timeslots. Und wir sind exakt eine Stunde nach dem Timeslot, wo wir uns angestellt haben, auch wieder rausgekommen. Also solltet ihr beim Buchen der Timeslots auf jeden Fall beachten, dass ihr da wahrscheinlich genug Puffer habt. Weil nach dem Timeslot haben wir halt echt nochmal super lang angestanden. Dann gab es den Durchlauf. Wir hatten jetzt echt eine miese Konstellation. Die Gruppe vor uns war eine Familie. Und der Vater von der Familie musste mit jedem Scare-Actor quatschen, musste jedem Scare-Actor seine Lebensgeschichte erzählen. So dass wir halt immer wieder aufgelaufen sind, obwohl wir super langsam gegangen sind, teilweise stehen geblieben sind. Also weil die Actor im Wald gesagt haben, so okay, wartet dann kurz. Und hinter uns war eine komplette Chaotentruppe, Prolltruppe, die nur Palaver machen wollte. Deswegen war das Gesamterlebnis jetzt gerade im Wald nicht so geil und ja, aber trotzdem coole, schöne Maze. Und am Schluss geht es hier noch in diese Hütte. Da gab es, so wie beim Junkyard, gab es auch im Wald und hier eine Hütte auf jeden Fall Scares, die mich gekriegt haben. Und das ist das, was ich euch zu den beiden Maces hier im Fort 4 bzw. beim Fort 4 Horrorland erzählen kann. So, und ihr wollt vielleicht jetzt noch ein kleines Fazit am Schluss haben. Also, Fort Fun könnt ihr tagsüber ganz normal oder auch im Dunkeln könnt ihr das Fort Fun ganz normal besuchen. Freizeitpark Park mit Attraktionen, wie gesagt, gibt es da ein Video zu von Anfang des Jahres, wo euch den ganzen Park so vorstellen, was es hier alles gibt. Und ihr könnt ausgewählte Attraktionen auch im Dunkeln fahren. Der Park hat nämlich dann zu diesen Halloween-Event-Tagen bis 22 Uhr geöffnet. Das Kids-Oween findet sogar an anderen, also noch mehr Tagen statt als nur diese drei Tage, wo das Fort 4 Horrorland ist. Mein Gott, Fort Fun, Horrorland 4, Scarrow, war. Und absolut immer noch eins der besten Halloween-Events meiner Meinung nach, die es so gibt. Und das vor allem in so einem kleinen Freizeitpark. Und die machen das so gut. Die ganzen Scare-Actor, die ganzen Schauspieler, die ganzen Darsteller hier, die sind alle so motiviert, so cool, machen das so gut einfach, haben so coole Kostüme. Dann gibt es zwei coole Maces. Den Wald fand ich halt dieses Jahr ein bisschen schwach, aber das kann auch, wie gesagt, an verschiedenen Konstellationen hängen. Junkyard finde ich persönlich richtig cool, vor allem, weil du halt diese ganzen alten Elemente aus dem Park siehst, finden kannst und auch dieses Thema und diese Stimmung finde ich cool. Auch mit dem Auto, was mitten in der Maze ist, wo Musik rauskommt und so weiter. Metal Cover von Frozen, Let It Go, richtig geil. Und ansonsten auch mit allgemein Misty Will Chapter 4, richtig geil mit der ganzen Stadt, mit dieser ganzen Story aus der ganzen Stadt, dass du halt auch den Rotten Farmer Market hast mit diesen ganzen Gauklern. Und um das Ganze zu entzerren, wenn jetzt zu viele Leute sich irgendwie wie bündeln, es gab ja eine kleine Feuershow auf der großen Bühne. Und dann hat man halt gesagt, wir müssen die Hexe verbrennen, weil man hat gerade ein Feuer. Und dann, nein, wir hängen die Hexe. Und dann wurde die Hexe durchs Dorf getragen und dann zum Galgen gebracht. Und dann gab es halt eine, wie nennt man das eigentlich, wenn die an dem Seil da sich rumhangeln? Das ist ja kein Seil. Seil tanzt ist ja, wenn du balancierst. Man kennt es aus verschiedenen Varieté-Shows oder aus dem Zirkus auf jeden Fall. Auch richtig gut. Gute Musik dabei und on point gemacht und richtig gut gemacht und geil in diese Story verpackt, dass es dann halt an den Galgen geht. Finde ich richtig cool und wieder gelungenes Event meiner Meinung nach. Sauerland eh im Herbst, voll geil von der Landschaft und wunderbar. Ihr habt noch die Möglichkeit, Fort 4 Horrorland am 31. Oktober 2020 zu besuchen. Ansonsten merkt euch das, schreibt euch das in den Kalender für nächstes Jahr. Und das war's mit dem kleinen Video von mir zu Fort Fun Abenteuerland, Fort 4 Horrorland und Misty Will Chapter 4. Moment! Wir hängen die Hexe! Ich habe eine Halskette für Sie gebastelt. Eine Halskette! Wie wäre das? Hoch, wir kommen mit! Die Fackel! Welche Fackel? Wir wollen sie doch hängen und nicht verbrennen! Wir hängen sie! Wir hängen sie! Okay, wir hängen sie und dann zünden wir sie an. Das Gleiche. Oh.
Vollies an den Ich weiß, dass ihr nicht geht.